Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter One. Ja, in der letzten Folge haben wir genau in diesem, ich sag mal, Dienstmädchenzimmer hier aufgehört und sind leider noch nicht hinter das potenzielle Geheimnis von diesen komischen Typen hier gekommen. Ich weiß nicht, irgendwie macht er mir so ein bisschen Angst. Und heute werden wir mal weiter durch die Tür gehen. Mal schauen, wo wir hier auskommen. Ist das der Eingangsbereich? Ich glaube ja, ne? Kann man mit dir irgendwie sprechen? Hast du irgendwas gesehen? Nein, du hast nichts gesehen. Wieso habe ich jetzt eigentlich hier oben keine Frage mehr drin? Moment, Geister der Vergangenheit. Jemand im Atrium festsetzen. Genau. Ich meine, ich hatte das in der letzten Folge festgesetzt. Keine Ahnung, warum es jetzt nicht mehr drin ist. Vielleicht geht das automatisch raus. Was ist denn mit dir? Du bist doch ein Dienstmädchen. Können wir mit dir sprechen? You look like an honorable man. I have some information for you. Das ist immer schön. Das Personal sagte, dass das Dienstmädchen Lucia von ihrem Vorgesetzten zurechtgewiesen worden war, weil sie im Dienst ihre eigenen Schuhe trug. Sie dürfte oben bei den Gemälden zu finden sein, wo sie gerade putzt. Okay. Oben bei den Gemälden, da können wir hoch. Die Frage ist nur, sind hier auch Gemälde? Irgendwie sind hier sehr viele Dienstmädchen, die gerade putzen. Es könnte gerade Hochsaison sozusagen sein. Okay, also hier sind Gemälde, aber hier ist kein Dienstmädchen. Da putzt eine bei den Gemälden. Das könnte sie eventuell sein. Finally, there you are. One would think a maid would be easy to find in this place. I'm sorry, sir. Do you need more towels? No. You are the maid who saw the ghost in the séance room, yes? How did you know? Simple. You change shoes after breaking a heel while fleeing the scene. I'm sorry, sir, but if I may ask, who are you? Ich weiß nicht. Also es könnte sie natürlich verschrecken, wenn ich sage, ich muss ein Verbrechen aufklären. Ich sag mal einfach, ich bin ein Schriftsteller. I'm a novelist documenting the supernatural and those who witness it now. Should you take a starring role in the tale, I will need your name. Oh my. A book? And you want to include me? I'm Lucia. Lucia Saletta. Something went wrong during the séance, Lucia, but no one will tell me what happened. You would be a valuable interview if you were there. I was, and I saw everything with my own eyes. Okay. Describe what happened during the séance. A lady and two gentlemen were sitting at a table, touching their hands to something. The medium started to whisper and chant, and a ghost appeared. A ghost? You're confident? It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest. A glowing cloud or a bubble. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you? How did you... Yes. She screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. But I did see the ghost. A sickly, evil thing. And that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? The medium, Mr. Galici, he was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right, I have your account memorized. Good day. You lied to the poor girl, Sherry. What a tease. Okay. She'll dream about being a character in that book. Surely a pleasant dream is better than no dream at all, John. Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. Okay. Oh, what's that? This painting looks authentic, but it's just a talented imitation. Okay. Gut, also er möchte, dass wir zum... Was ist denn da unten? Ist das ein Grafikfehler? Hä? Jetzt ist es weg. Komisch. Okay, also wir sollen... Nee, es ist doch nicht weg. Zurück zum
Lady Craven retired to her room to rest. Lord Craven remained here until the staff reported that the medium was locked in his room. Okay. Mit genügend Hinweisen kann Sherlock Ereignisse aus der Vergangenheit rekonstruieren. Interagiere mit dem wirbelnden, ach so, Symbol in der Spielewelt, um zu beginnen. Und rekonstruiere dann den genauen Hergang. In diesem Fall musst du versuchen, die Seance-Teilnehmer richtig zu positionieren. Nur richtig positionieren, mehr nicht. Normalerweise ist das ja immer in der richtigen Reihenfolge. Ja, knien wir uns mal hin. Ach, jetzt sind wir er. Okay. Also ganz ehrlich, ich denke auch aufgrund dessen, dass die anderen irgendwie nicht auf seine Anwesenheit reagieren. Ich denke, dass der, ich weiß gar nicht, wie der jetzt eigentlich heißt hier. Also ich nenne ihn mal Watson, in Anführungszeichen. Ich denke mal, dass er gar nicht real dabei ist, sondern dass er sowas wie sein Verstand, seine Intuition oder sowas ist, könnte ich mir jetzt gut vorstellen. So, dann haben wir hier... Ach so, das ist, wenn die ausgewählt sind. Okay, kann man da... Okay, also sie zeigte gegenüber auf das Fenster, das ist richtig. Da denke ich nicht, dass er... Nee, wir hatten ja schon gesagt, er hat hier gesessen und hat den Stuhl dann auf die andere Seite geworfen. Übrigens sieht man hier auch die Jacke drüber hängen. Kann man das irgendwie ändern? Ja, perfekt, genau. Der hat den Stuhl nämlich hier in die Ecke geworfen. Nein, das hatten wir ja gerade schon. Komm, mal hin. Wieso wurde jetzt der andere geändert? Hallo? Willst du mich jetzt veräppeln? Ich will den nehmen, den ich ausgewählt habe. Wenn ich jetzt hier unten hingucke, habe ich sie dann auch? Nee, das Weiße ist wieder auf der anderen Seite. Oh, ist das jetzt euer Ernst? Ich will den hier vorne ändern und niemand anderen. Ah, jetzt, endlich. Ich weiß nicht, was das hier soll. Okay. Wehe, der andere wird jetzt geändert. So. So, sie saß da, das ist ja ganz eindeutig. Er saß logischerweise vorm Spiegel. Mit RB bestätigen. Nee. Achso, gedrückt halten, okay. It all began when the lady screamed and pointed at the window. Lord Craven jumped up, ready to face anything, ghost or human. The medium shrank back in dismay. He was not expecting such a reaction and had to quickly hide the ghost. The lady was the only one left touching the diamond, at least until she fainted. Amazing! It's like you saw it with your own eyes, sir. Oh, I forgot that you were here. I guess I should discuss all of this with Lady Craven. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. If the lady was touching a diamond, then she would have felt the ghost take it. What do you think it felt like, Sherry? A jellyfish? Okay, kann ich da nochmal mit ihm... The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. 226. Na gut, dann gehen wir doch mal dahin. Moment, wir waren in 221 hier, ne? 223, 24. Tudum, tudum, tudum. 25 und dann ist die große Frage. 26 jetzt. Nee, da steht der Typ vor. Das scheint gar kein Zimmer irgendwie zu sein. Das ist wahrscheinlich wirklich der Aufzug. Dann gehen wir einmal hier weiter. Das ist. Dieser komische Balkon oder was das war? Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall. Klatsch und Tratsch. Schalte A. Okay, achso, starten. Sohn hat schlechten Umgang. Nach unten verwerfen. Achso, mit links, okay. Preise steigen wieder. Das ist natürlich auch Quatsch. Wirkte angespannt.
Ja, kann man mitnehmen. Viele Gäste diesen Sommer, das ist Blödsinn. Küchenchef stiehlt Essen, ja, wen interessiert das? Kann nicht mit Fischmesser umgehen, wird wahrscheinlich sehr interessant sein. Macht der Ehemann betrunken, auf jeden Fall. So, Augen und Ohren überall, okay. Ich hörte mit an, wie zwei Hotelbedienstete über Lady Craven redeten. Sie spekulierten darüber, dass sie womöglich gar nicht die Ehefrau von Lord Craven ist. Ihren Beobachtungen zufolge hat sie am Abend angespannt gewirkt und versuchte, Lord Craven betrunken zu machen. Sie hatten zudem bemerkt, dass die Lady nicht mit einem Fischmesser umzugehen wusste. Okay. Ah, jetzt kann ich da rein, okay. Neuen Eintrag in Johns Tagebuch. Geister der Vergangenheit. Tatort des Diebstahls. Mögliche Diebin. Die Aussage des Dienstmädchens. Tratsch über Lady Craven. Ja, soll ich das jetzt mal, mögliche Diebin? Das mal auswählen? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal hier rein. Oh. You're here, at last. I didn't do that, I swear. I found her this way. Well, I did have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You promised me you would investigate. Investigate a theft, not a murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please, help me. The police will surely accuse me of Emma's death. You are the only one who can find the truth. Fine, but only because it's slightly more interesting than the walls of my room. Tell me what happened. Look, after you left, I waited in the séance room until the servants locked up Mr. Galici, the medium. And was your mistress there too? Oh, so you know? I suppose I shouldn't be surprised. Regardless, the staff took Emma to her room. She was still feeling dizzy. So you didn't follow her. Interesting. Okay. Wo ist das Medium gerade? Wohin sind sie dann gegangen? Where did you go instead? To the bar. It had been almost an hour. I see. And how long did you stay? I partook of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Is Mr. Galici still being held? And where did the servants secure him? He's in room 225. But that pigeon-livered man at the reception desk refused to give me the key. Well, I will have to visit reception myself then. Perhaps he will listen to reason. Now we arrive at the tragedy at hand. 225, muss ich mir merken, habe ich bestimmt gleich wieder vergessen. So what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer and discovered she was dead. What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Let me see what I can find. Barely an hour has passed and you already have yourself yeah. a mystery, Sherlock. Why am I not surprised? Ja, warum überrascht mich das nicht? Achso, da hinten steht er. Ich wollte gerade sagen, wo ist er denn überhaupt? Okay, also hier kann ich erstmal nicht das, aber was ich anklicken kann... Strangled with bare hands, judging by the bruises. Okay. This must be the missing diamond. A tremendous specimen, now forever tainted. Neuer Hinweis für Gedankenspiele? Everything was tipped out of the bed as if it was searched. Do you think she stole the stone? It's certainly possible, but we won't get her confession now. Well, there is a professional medium right next door.
Was mich jetzt wundert, warum hat die da eine Gabel drin? Oh, Moment, da hinten ist auch noch was. Ah, ich weiß gar nicht, was ich als erstes machen soll hier. Da. Nicht tief genug, doppelter Boden. A neat hiding place. Why would she conceal all of this? Several thousand pounds, that's quite a fortune. Mhm. Aha. This ring looks out of place among the others, and the design is familiar. Ja. Was steht denn da? Ich kann es gar nicht richtig so. Moment. Was? Okay, also hier ist der Anfang. Oh, ich kann es gar nicht richtig drehen hier. Virtus Audacta Sapit. Virtus Audacta Sapit. Heißt das nicht irgendwas mit Mut? Moment, kann man das so untersuchen, dass ich das hier... Weil der muss doch irgendwas dazu sagen, oder nicht? Virtus Audacta Sapit. Courage tastes bold. Ha! A unique family motto. Okay, ich gebe zu, ich habe mit Lateinlernen gerade erst angefangen. Aber zumindest ein bisschen was wusste ich noch. Fard Rouge, Calomel Mascara, a real altar of beauty for the traveling temptress. The mystery deepens. A victim with a checkered past. And poor taste. Okay, hier war doch gerade auch noch was. Billiges Messing. Remarkably simple lock. Okay, neuer Hinweis für Gedankenspiele. Die Frage ist, haben wir hier schon alles untersucht? So young and so dead. Another mystery to investigate, my friend. Ja. Können wir bei ihm noch irgendwas klären? Beweis präsentieren? Wofür? Was für ein Beweis? Okay, ich habe keinen Beweis. Also präsentieren wir jetzt erstmal noch nichts. Okay, dann machen wir erstmal diese Gedankenspiele. Moment. Also, einmal hier rüber. So. Er erschlug, also er bemerkte den Diamantendiebstahl, schlug, schlug auf das Medium ein, Quatsch, das wollte ich. Die Mottenbrosche und der Mottenring, kann man die kombinieren? Ah, okay. Luca Galici besitzt Schmuck mit dem gleichen Mottenmotiv wie Miss Emma. Haben sie eine gemeinsame Vergangenheit? Das habe ich mir nämlich auch gedacht, beziehungsweise die Frage gestellt. Dann Lord Craven war mit Miss Emma im Zimmer, war für eine gewisse Zeit mit Miss Emma im Zimmer. Der Diamant lag neben Emma, das Schloss lässt sich leicht knacken. Emma wurde erwürgt, kann man nicht kombinieren. Das kann man, Diebstahl des Diamanten, ach nee, das kann man jetzt auch nicht. Oder? Nee. Okay, also die kann man nicht kombinieren. Das ist das Schöne daran. Also wer die anderen Teile davor nicht kennt, man braucht da jetzt... Nee, oh, da war gerade was. Man braucht nicht groß zu überlegen, sondern kann eins sozusagen slotten und dann die anderen ausprobieren, ob das funktioniert. Der Mörder ließ den Diamanten zurück. Wer auch immer... Miss Emma getötet hat, ließ den Diamanten neben ihren leblosen Körper zurück. Ja, ist richtig. Lord Craven kehrte auf sein Zimmer zurück und sah Miss Emma beim Verstecken des Diamanten. Könnte natürlich theoretisch sein, aber trotzdem bleibt der Diamant ja da, also nicht das linke. So, hier haben wir quasi nur eine Frage.
Da können wir jetzt nicht viel machen. Können wir jetzt hier sonst noch irgendwas kombinieren? Schlug das Medium. Das wäre jetzt unlogisch, wenn man da irgendwas mit kombinieren könnte, ne? Schloss lässt sich leicht knacken. Achso, das hatte ich schon probiert. Wurde erwürgt, kann ich auch nichts mehr machen. Dann kann ich auch nichts machen. Okay, können wir erstmal noch keine Schlussfolgerungen wirklich machen. Lord Cravens Erläuterung. Liegt tot in ihrem Bett. Leichnam ist noch warm. Lord Craven steht schockiert und besorgt daneben. Die Tür... Ach so, das Rote ist dann wahrscheinlich das, was ich gerade geschlussfolgert habe. Die Tür zwischen den beiden Zimmern ist mit einem einfachen Schloss versehen. Kann ich ja eigentlich durchgehen? Das müsste ich gleich mal ausprobieren. Versteckter Schmuck in ein Geheimfach bei Lady Cravens Kosmetikutensilien fand ich viel Bargeld und unter anderem einen Familienring. Das hier würde ich gerne... Ich weiß nicht, ob man danach fragen kann. Na, da kann ich nur Beweis... I am needed elsewhere. Nein! Ach, ich wollte den Beweis präsentieren. Versteckter Schmuck. Do you recognize this ring? Should I? That's a third-rate piece if ever I've seen one. I'd never buy something like this. Did you ever see Miss Emma wearing it? No. And why should she? I gave her enough jewelry that she could wear a superior ring every day of the week. Okay. I found these jewels secreted away. Are you familiar with them? Ah, it cannot be so. That deceptive wagtail. How could she do this? That sounds like a yes. These items were supposedly stolen from us during our trip. I must have spent hours reporting it all to the police. And it turns out she had them all along. The trollop. I'd kill her myself, were she not dead already. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Aussage war. Neuer Hinweis für Gedankenspiele. Okay, dann gucken wir da doch auch nochmal. Emma Stahl von Lord Craven. Aber kann ich nichts mit kombinieren. Das heißt also nicht automatisch, dass Emma war eine Betrügerin, die Lord Craven bestahl. Schlussfolgerungen, kann ich denn da irgendwas ändern? Auch nicht. Aber ich denke mal, sie war eine Betrügerin und hatte halt mit diesem Typen zu tun. Okay, hier kann ich anscheinend nicht durchgehen. Kann ich hier noch irgendwas machen? Someone was not happy with his post. Ja, kann ich den denn nicht lesen? Someone was not happy with his post. Oh, hier ist noch was. Brief über gestohlenen Ring. Sehr geehrter Monsieur Craven, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass die Ermittlungen hinsichtlich des Diebstahls noch nicht abgeschlossen sind und der Ring noch nicht gefunden werden konnte. Wir mussten den Diener L.O. Dupont freilassen, da wir keinen Beweis dafür erbringen konnten, dass er an dem Diebstahl beteiligt war. Wir werden Sie über den Stand der Ermittlungen auf dem Laufenden halten. Lieutenant Gavro, Polizeikommissariat, Marseille. Okay. Ja, das ist dann wohl... Someone was not happy with his post. Das, was er gerade gesagt hat. Kann ich da Someone was not happy with his post. So auch nicht? Hm, na gut, okay. Hier hatten wir aber auch noch was gesehen, ne? Lord Craven, Brief über Schadensersatz. Ich habe den Schadenersatz immer noch nicht erhalten, mit dem ich mich über den unerhörten Vorwurf entschädigen und meine medizinische Behandlung nach ihrer Tätigkeit bezahlen wollten. Sie möchten ganz bestimmt nicht, dass ich an die Öffentlichkeit gehe. Sie wissen doch ganz genau, dass ich nach ihren falschen Anschuldigungen fristlos entlassen wurde. Und jetzt, da meine Unschuld bewiesen wurde, kann ich aufgrund meiner Handverletzung nicht mehr arbeiten. Wenn Sie mich weiterhin ignorieren, werde ich die Sache vor Gericht bringen. Okay, war das jetzt der Typ? Dieser L.O. schieß mich tot da? Gucken wir nochmal bei den Gedankenspielen. Der Dieb hängte seine Taten Dienern an. Ah, okay. Emma war eine Betrügerin. Emma stahl auf Reisen Lord Craven und machte ihn glauben, dass sie Diener es waren.
Okay. Diebische Mrs. Emma. Was wusste Luca? Achso, das war dieses Medium. Wenn sich Luca Galici und Miss Emma bereits von früher kannten, wusste er womöglich, dass sie eine Diebin war. Ja, das war nämlich auch mein Gedanke. Oh, das ist schön. Ahnte Mr. Galici, was Miss Emma plante? Das ist jetzt die große Frage. Luca Galici wusste womöglich, dass Miss Emma eine Diebin war und ihm den Diebstahl in die Schuhe schieben wollte. Genau. Aber bringt uns das was? Ach so, ihm in die Schuhe schieben. Ah, ja klar, wenn der Typ die dann getötet hat. Moment. Brief über Schadenersatz, über gestohlenen Ring. Lord Cravens Erläuterung. Was ist das hier unten? Lord Cravens Aussage. Brief über gestohlenen Ring. Kann ich den irgendwie... Aber ich glaube nicht, dass ich dann bei ihm weiterkomme, oder? Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. Ja, ich denke, dass ich es weiß. Also richtig wissen tue ich gar nichts, aber... Aber das ist auch erstmal egal, weil wir hier einen kleinen Cut machen und die Lösung des Falls in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.